Willkommen zum Knusprige Mexikaner, dem wohl köstlichsten Restaurant in der Stadt. Denn zusammen mit Mexify werde ich ein unfassbar leckeres Restaurant kreieren. Wir achten immer auf frischeste Zutaten. Das sieht gut aus. Ich weiß nicht, ob du eine schimmelige Petersilie drauflegen. Wissen gut, mit unserem Geld umzugehen. Maxi. Ja, was denn? Wir haben nicht allzu viel Geld. Du hast recht. 499! Psst, vertrau mir einmal bitte. Und möchten das beliebteste Restaurant in der Stadt werden. Raus hier! Hast du gerade mit dem Messer nach ihm Verschwenden Sie! Über einen Daumen nach oben und Abo würde ich mich sehr freuen. Und vergessen Sie bitte nicht, eine Bewertung des knusprigen Mexikaners unten in den Kommentaren zu hinterlassen. Danke. Ey, wo ist jetzt die Amos? Die Amos! Wo ist die? Okay, ey Leute, willkommen zu Kebab Simulator zusammen mit Maxi. Ja, und ruf dich gerade auch deinen Vater an. Dann gehen wir mal ran. Oh mein Gott. Wie siehst du aus? Ich wollte halt mal ein bisschen mehr zeigen. Ja, ey, you do you, ne? Whatever. Siehst du mich? Ey, ich sehe gut aus, oder? Ich sehe aus wie ein Italiener. Dein Booty. Zeig mal dein Booty. Die haben doch so dicke Pos. Dreh dich mal um. Aha. Ich dreh mich um. Oh, ja, übel. Was ist das für ein Knack? Gefällt dir das? Geil, das ist ein richtiger Endpo. Witzig. Ich finde deine Taucherbrille geil. Dankeschön. Wir haben ein Tutorial. Meet with your father in front of the old restaurant. Ah, das alte Restaurant hier vorne, ja? Ja, die haben alle so Booties wie du, Maxi. Oder wie du. So, da bist du ja. Du müsstest ihn eigentlich richtig schön synchronisieren, mit tiefer Stimme genug. Soll ich machen? Ich hab's auf Deutsch. Ja, bitte mach du. Ich sehe, du bist ungeduldig. Ah, diese neue Generation. Also gut, nimm diesen Schlüssel und bring uns hinein. Solltest... Ja, das tiefer geht halt nicht. Was soll ich machen? Was war denn das? Was soll ich... Hallo, es geht nicht tiefer. Das hat sich angehört, das ist so ein Voice-Filter drüber, ey. Echt jetzt? Ja. Hier, nimm den Schlüssel, Gnu. Du darfst das machen. Hab die... Gnu, hier vorne. Du siehst dich mit der Brille, ne? Ja. Perfekt. Okay, dann öffnen wir mal. Ja, mach auf den Lachs. Alter, was ein schöner Moment. Der Anfang von was Großem. Das Licht anmachen, wunderschön. Maxi, das ist so geil. Okay, dann müssen wir den Boden cleanen. Das sollte ja einfach sein. Ne, das kriegen wir hin. Nehmen wir den Dreck und wir schieben ihn woanders hin. Ja. Bist du eigentlich jemand, der ordentlich ist oder nicht? Warte, lass mich kurz mein Zimmer angucken. Es ist Mix. Also bist du jemand, der dann sagt, okay, ich lasse es bis zu einem gewissen Grad verdrecken und dann räume ich es auf? Ja. Fühle ich. Ah, guck mal, hier können wir waschen. Wir reinigen das Ganze hier. Open Tab. Okay, wir können also jetzt eine andere Wandfarbe machen. Die darfst du jetzt mal auswählen. Welche willst du denn? Rosa oder Babyblau? Ich würde Babyblau nehmen. Ach nee, wir dürfen erstmal nur die Standardsachen machen, weil die nichts kosten. Oh, wow. Oh, wow. Nice and smooth. Du musst wohl der neue Küchenchef in der Nachbarschaft sein. Dein Vater war ein großartiger Koch. Ich bin wirklich froh, dass der Laden wieder in Betrieb ist. Hier ist die Ware, die ich auf Wunsch deines Vaters vorbereiten sollte. Du kannst jederzeit vorbeikommen und etwas brauchst. Oh, herrlich, Maxi, das hast du richtig gefühlt. Nimm den Karton. Das hast du richtig gefühlt, ey. Willkommen, wir nehmen den Karton jetzt und wir gehen jetzt. Oh, süß. Das war richtig süß. Okay. Geh zurück. Ich bin immer noch dafür, Restaurant. Maxi, dass du Synchronsprecher werden musst. Total. Gute Arbeit, mein Kind. Jetzt pack den Karton aus. Ich hab Bock mehr. Und vor allem, wir kochen jetzt hier. Das hört sich an wie aus einem schlecht synchronisierten Porn, ey. Oh Mann! Wir müssen zum Boccio. Metzgerei besuchen. Boccia, boccia, boccia. Oh, guck mal, also dieser Hintern, ne, der ist schon echt impressive. Alter, Bro. Der macht Sport, das sieht man. So, und flap. Flap, flap, flip, flup, 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 flap, flup. Hier gibt's bestimmt Tomaten, ne? Add 5 Tomatoes. Und danach gehen wir noch zum Grocery Store. 5 Stück? Ja, nur 5. Ah, gut, ich kann die nicht kaufen, weil wir im Tutorial sind. Dann mache ich das. Deine Sugar Mama macht das. Kann einfach gar nichts machen hier. Erstmal, das müssen wir wahrscheinlich hier reinmachen. Wir brauchen Kohle für den Grill. Und das brauchen wir auch, damit es auch warm bleibt. Grill anzünden ist wichtig. Ich zünde es schon mal an. Herr Opa, der tut einfach das Tutorial überspringen. Oh Gott. Guck mal. Take a ribeye. Pass auf, weißt du was? Pass auf den alten Opa, ich bin dein Tutorial. Hör mir okay. zu. Nimm mein Messer in die Hand. Ja. Jetzt schneidest du das Ribeye schön in Scheiben. Nicht ablegen das Messer. Du schneidest das Ribeye in Scheiben. Nimm das andere Messer. Nimm das andere Messer. Ich glaube, das andere ist besser.
Das ist das schwarze Messer. Ich kann nicht das mehr. Das schwarze. Ja, ja, das schwarze. Ja. Oh, das schwarze. Jetzt schneid das Ripper in Scheiben. Du kannst das Steak jetzt da reinpacken. Hier, wo mein Kopf auch drin ist. Siehst du meinen Kopf? Genau hier packst du es rein. Beide rein. Achte darauf, dass du das Ribeye von beiden Seiten schon mit 3 Gramm Salz und 3 Gramm Pfeffer bewürzt. Hier, wo ich stehe, sind die Gewürze. Dreimal draufdrücken, ja? Dreimal. Auf beiden Seiten. Achte darauf, dass es nicht anbrennt, ja? Es brennt gleich an. Du musst es wenden, nur einmal wenden, bitte. Wie? Ja? Wie flippen? Wenden. Okay, okay, okay. Das andere auch. Und jetzt, wieso ist da Gewürz rein im Ofen? Wie kommt das da rein? Ich hab keine Ahnung. Ich pack das. Nur schneid die Tomaten. Entschuldigung für meine Worte. Schneidest du bitte die kleinen Tomaten kleiner? Er tut's nicht. Genug. Ja, das wusste ich doch nicht, dass es Kackspieß ist. Siehst du, was ich gemacht habe jetzt? Du hast mich sauer gemacht. Jetzt habe ich die Tomaten aufgeschlitzt. Jetzt packt die Tomaten hier in den Ofen. Der ist noch schön warm. Der ist warm. Der macht mich schon Liebe. Bist du sicher, dass wir das machen müssen? Nun, das machst du jetzt so, wie ich das sage. Ich bin das Tutorial. Hier, okay. Stell den Teller hin. Da packst du gleich das Ribeye drauf, okay? Ja, okay. Achte darauf, dass die Tomaten nicht verbrennen, ja? Ja. Mit ein bisschen mehr Euphorie, wenn ich bitten darf. Ja, Sir. Dankeschön. Wunderbar. So, das ist doch was Schönes hier, Mensch. Kann ich so, das fehlt mir das. Was fehlt noch? Die Petersilie, Sir. Dann mach mal. Warum zweimal choppt bitte, er das ja nicht? Guck mal, ich leg das doch hier drauf und dann will ich es jetzt choppen. Zeig mal. Siehst du? Ich wollte eh nicht klein machen. Okay, dann legen wir es einfach so fertig drauf. Nein, warte, das muss doch hier drauf. Egal, leg einfach die Petersilie drauf. Wir legen die einfach drauf. Guck, fertig. Warte. So, wir legen die einfach drauf. Das war noch das Gummi dran, oh, aber geil, ist nicht schlimm. Oh, schön. Siehst du? Das ist so schön. Beautiful. Ey, wir können das hier nicht servieren, weil wir schon einen ordentlichen Teller. Guck Surf mal, aber ganz dish ehrlich. On serving table. Das, okay, warte mal. Können wir das rausholen? Remove. Ja. Den leckeren Teil. Oh mein Gott, jetzt habe ich es auch noch aufgegessen nebenbei. Oh, ich habe kurz nicht hingeguckt. Es ist in meinem Bauch verschwunden. Shame on you. So, komm, 100 Pro, das ist jetzt nicht so gut bewertet. Yeah. 1,7. Wir hatten eben 2. Wir hatten es gesehen. Das sieht so lieblos aus, außerdem unser Essen fliegt. Er findet es toll. Der lügt. Der lügt doch komplett. Der isst ja nicht mal. Ach ja, das Ribeye verbrennt hier gerade. Dreh nicht um. Dreh nicht um. Das Ribeye, was hier rechts liegt, nicht umdrehen. Mann, Maxi! Ja, was denn? Das ist einfach nur schwarz. Ja, das hast du halt nicht vergessen. Stell jetzt hier hin, das Steak der Schande. Okay, das heißt, wir müssen jetzt warten, bis Customers kommen, ne? Nein. Das hier werfen wir auch rein. Das kannst du abwaschen, das Schwarze. Das kannst du einmal abwaschen, dann geht das wieder. Oh, guck mal. Tatsächlich. So, abwaschen. So, jetzt müssen wir jetzt mal hier auf ordentlich mal was Schönes kochen. Lass mal hier den Meister ran. Bevor wir öffnen für die Kunden, wir müssen unserem Restaurant einen Namen geben. Ah ja. Aber wie nennen wir es denn? Knusprige Mexikaner ist geil. Actually, ist wirklich cool, der Name. Das ist ein deftiges Ding hier. Ich kann nicht mehr. Knusprige Mexikaner, das finde ich geil. Was ist draußen? Ja. Oh mein Gott, das Holzbrett ist viel zu klein. Ich weiß, aber es ist so geil. Das ist aber ein guter Name. Oh, fuck, das ist wirklich ein guter Name. So nennen wir uns jetzt immer, okay? Warum wird denn der nah? Ja, Level Up Gnu. Wuhu. Der findet's gut. Geil. Das ist, by the way, das, was ich ihm gekocht habe nebenbei, während du einfach nur in deiner Nase rumgepuppelt hast. Der Tag ist vorbei, räumen Sie ein schließendes Restaurant. Okay. Warum chillst du hier allein in diesem Raum? Ich will gucken, ob ich hier eine Toilette bauen kann, aber es geht nicht. Wir müssen erstmal den Tag beenden. Komm mit. Ja, okay. Komm, wir müssen kurz nach Hause. Alles gut, komm, ich nehme dich bei der Hand. Komm mit, wir gehen. Alles gut, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich schlafe an der Wand. Level 2. Okay, dann. Warum schaffen wir. Also, sind wir in einer Beziehung oder warum schlafen wir im selben Bett? Oder können wir uns einfach keine. Ich meine, ich hätte ja auch hier auf der Couch schlafen können, ne? Theoretisch. Oder im Hundekorb. Sieht sogar noch bequemer aus, finde ich. Das sieht echt bequem aus. Ich frag mich eigentlich, wo ist unser Haustier eigentlich? Haben wir das jetzt verwurstet oder. Ja, die landet bei uns auf dem Grill. Wahrscheinlich. Ey, wer ist denn das hier? Ich habe keine Ahnung, sieht aus wie ich. Master. Weißt du, wer das ist? Das ist unser Opa, der sich einfach den Bart gefärbt hat, damit wir ihn da einstellen. Was haben wir denn da? Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, stimmt's? Ja. Ich habe diesen Ort schon aufsteigen und fallen sehen. Du musst dein Kind sein. Hoffentlich bist du nicht wieder eine Enttäuschung. So, wir haben was Neues. Chicken Breast. Die packen wir gleich mal drauf, würde ich sagen. Hast du Hähnchenbrust gemacht? Ja. Ah, genau. Chili Pepper. Wir brauchen Chicken Breast, Salt, Chili Pepper, Red Pepper, Green Pepper, Potato. Und dann. Oh, ist alles verschimmelt! Oh nein! Schau dir das an! Kann man abwaschen, dann kann man es nochmal essen. Wo packen wir das eigentlich hin? Haben wir irgendwo Müll? Nein, wir waschen das ab einfach. Nein. Kannst du mal essen? Du machst den Fleck einfach weg. Kennst du das Verdrängungssystem? Das packen wir einfach hier rein und machen zu.
Wir schieben das einfach woanders. Wir haben nicht mal einen Kühlschrank, ne? Nee, wir müssen jetzt wieder Chicken holen. Wir haben hier einen Kühlschrank. Oh, deswegen. Ich hole mal Chicken Breast. Oh, Chicky Breast. Okay, wir brauchen... Ich gebe dir den Rest. Rote Paprika. So. Okay, aber nur eine oder mehrere? Plopp. Kann ich dann das hier reinpacken? Chili Pepper. Haben wir Chili Pepper? Kann ich das irgendwo kaufen? Ja, bestimmt nebenan. Guckst du mal bei Jürgen links in der Ecke, ja? Ja, klaro. Das wird ein ordentliches Ding. Ich spüre das genug. Ich schneide mal schon mal die grüne Paprika klein, ja? Die rote auch. Ich finde das Chili nicht. Nee, warte mal ganz kurz. Ja. Die müssen wir doch nicht klein schneiden. Da steht nur Kartoffeln schneiden. Maxi. Was denn? Mach mich nicht narrisch. Sorry. So, bitteschön. Guck mal, ob es das richtige ist. Schönes Gewürz. Schönes Gewürz. Stabiles Gewürz. Ich kann nicht runterscrollen bei mir. Hast du Red Pepper und Green Pepper? Ja, hast du alles. Chili Pepper, Salz, ja. Ich mach mal an den Lachs, ja? Ja, mach an. Alright, ich habe auswärts die Paprika klein geschnitten und die, also ne, die beiden. Es ist ganz schön, dass man es machen soll, aber ja, mach mal einfach. Das ist ja fein. Ich glaube, das ist nicht schlimm. Muss man eine Hähnchenbrust würzen? Ja. Alright, haben wir. Dann mache ich mal ein Flipperino. Flippt das. Yeah. Und dann nochmal von beiden Seiten, oder? Guck at these, ja. Ja, ich glaube nicht. Oder? Ich glaube, das reicht noch. Ich glaube auch nicht, ne? Ist irgendwie weird, aber. Ja, egal. So, Gnu, ich würde sagen, du richtest schon mal schön an, ja? Okay, ich gebe mein Bestes. Petersilie, abgelaufen. Ich pack die einfach dahin. Okay, ich probiere es so wunderhübsch. Ja, das sieht gut aus. Ich weiß nicht, ob du eine schimmelige Petersilie drauflegen. Oh, ja. Mm. Why not? Sollen wir mal ein verschimmeltes Menü auf die Karte? Ja, raus damit! Raus damit! Komm, und wir machen jetzt auf. Die und jetzt lassen wir, weißt du, was wir jetzt machen? 2,6 Bewertungen! Weißt du, was wir machen? Wir holen uns jetzt ganz viel Fleisch für den nächsten Tag und lassen das mal alles. Oh nein! Guck mal. Für alle, die einen Tag krank machen wollen, kommt zu uns. Ein Tag, sagt sie. Gut. Ich mach mal die Teller sauber, ja. Okay. So, wir lassen das einfach mal hier so liegen jetzt für den nächsten Tag. So, dann machen wir das mal hier. Dann zerhackt man das schon mal. Ich würde trotzdem schon mal unser Menü anrichten für morgen. Ja, ja, richte es schon mal an. Wir arbeiten schon mal vor. Und das hat jetzt so ein bisschen Garungszeit auch, ne? Es muss ein bisschen dry agen, ne? War da nicht was? Nu, wir müssten doch mal ganz kurz mal ein Rezept einmal durchkochen, weil hier möchte jemand was haben, aber wir haben kein Essen mehr. Kannst du was Schönes andere... Nein, der hat jetzt Pech gehabt. Okay, schick ihn nach Hause und schließ den Laden. Wir haben heute genug verkauft. Sir, okay. Sie müssen jetzt gehen. Sofort. Oh nein, wir kriegen eine schlechte Bewertung. Oh nein. Raus hier. Hast du gerade mit dem Messer noch hingeworfen? Verschwinden Sie. Und dann nehme ich mir noch einen Slice mit von der Po-Backe hier. Raus jetzt. So, jetzt raus alle. Zack. Richt es aus. Raus mit euch. Komm. Raus mit euch. Wirklich. Sehr schön. Hey, denken auch, die können sich hier alles erlauben. Die muss auch noch raus. Denken, Gast ist König, ist bei uns. Ist aber nicht so. So, Girl, raus jetzt. Kommen Sie bitte nie wieder. Morgen gibt's Durchfall Essen. Das war ein schöner Tag, ne? Das war doch sehr, sehr, sehr effektiv. Ja, manchmal muss man nochmal Frühfeierabend machen, ne? Das hat man sich auch mal verdient, ne? Was ist denn das hier eines? Konkurrenz? Ah, hier, guck mal das an. Das sieht aus wie das Harry Potter Bier. Können wir da auch was bestellen? Maxi, hier gibt's hier. Ah, ich komme. Komm, Alter, Bierladen, wow. Geil, ne? Komm, wir holen uns für 250 was. Kaufst du ein Bier. Das ist absolut das Geld. Nee, 200, hier. Let's go. Maxi, es wird alles so verschwommen auf einmal. Echt jetzt? Ja. Aber wir trinken. Und wir trinken. Und wir hören nicht auf Red zu trinken. Ja, wir werden immer ärmer. Das ist aber kein Problem. Vielleicht wäre es gut, unseren Teller jetzt zu holen. Meinst du, pass auf, bevor wir an den Teller gehen, lass uns erstmal eine Runde Blackjack spielen mit der Lieben hier. Guck's dir mal an. Das Geld geht auf einmal weg, Maxi. 17, Gnu, soll ich noch einen Hit machen, ja, ne? Ja. Wir gehen 14, noch einmal hoch oder nicht? Noch einmal hoch, komm. Ja, die hat 5, wir gehen nochmal einen hoch. 16, oh, ist das kritisch. Noch einen oder was? Noch einen hoch. Okay, wir gehen noch einen. 25! Nee, nochmal. Maxi. Ja, was denn? Wir haben nicht allzu viel Geld. Du hast recht. 499! Psst, vertrau mir einmal bitte. Oh mein Gott. Okay, wir gehen jetzt schlafen. Okay. Können wir einen Kredit nehmen bei der Bank? Ich weiß es nicht. Ich brauche einen Kredit. Ich krieg das Geld wieder rein. Da ist schon wieder jemand vor unserem Laden. Wer ist denn das? Finanzamt? Oh, scheiße. Oh, shit. Inspektor, mein Gott. Was ist das für ein Gestank? Ich habe dir gesagt, du sollst dich um dein Restaurant kümmern. Dafür muss ich dich bestrafen. Nur das Essen ist überall schlecht geworden. Nur ich wollte eigentlich ein schönes, ordentliches Restaurant mit dir eröffnen. Und jetzt sind wir hier. Maxi, weißt du, wenn Dinge verschimmeln, musst du sie einfach nur würzen. Und dann tut es auch keiner mehr schmecken. Pass auf. Wollen wir einen Kredit annehmen? Wenn du mir versprichst, nicht mehr zu spielen, ja.
Oha. Wir können das zurückzahlen. Wir müssen wöchentlich 500 immer abzahlen, okay? Wir müssen jetzt aber auch das Ganze mal ein bisschen ernst nehmen. Du kannst hier nicht so Larifari machen. Der Typ eben, der Chef, hat gesagt gehabt, dass es Up und Downs gibt, ja? Und wir machen jetzt einfach mal so ein Abding, weißt du, wie ich meine? So Downs nach oben. Hey, ich kann servieren. Hä? Oh nein. Ich öffne den Laden. Ja, ja, nein, nimm sie nicht, bitte! Nimm sie nicht, nein! Oh mein Gott! Oh Gott, er fand's richtig schrecklich. Oh nein, wir haben kein Geld bekommen. Richtig schlecht. Oh nein, der kriegt Bauchschmerzen wie ich. Hier, das ist unser Papa? Für unzufriedene Gäste servieren. Das ist unser Dad oder nicht? Ja. Oh, Gnu, komm bitte, mach das raus. Ich kann das nicht mehr. Nein, das wurde serviert. Wir schmeißen keine Lebensmittel weg. Bitte bewerten Sie uns mit 5 Sternen. Ach, Gnu, Mensch, wir haben kein Essen mehr, ne? Ja, dann gibt's jetzt Maxify. Kann ich dich auf den Grill legen? Oh, ich habe da noch eine Chicken Breast hier. Schau mal, die können wir roh, Salmonellen for free. Die können wir roh servieren, wenn du willst. Müssen wir nicht, genug, alles gut. Doch, und noch eine rohe Kartoffel. Wir nennen das den Blank Thursday. So. Guck mal, dafür gibt's sogar Geld. Das ist der Blank Thursday. 1,5 Sterne? Salmonellen gibt's hier oben drauf. Der findet's geil. Maxi, wir müssen nie wieder kochen. Sicher? Ja. Kriegen wir auch Geld? Ja. Guck mal. Ja, wir kriegen echt Geld. Wir müssen nicht mehr kochen. Guck mal. Nur, sogar wenn Trinkgeld. Wir müssen einfach nie wieder irgendwas tun. Ich schwöre, unser Restaurant wird irgendwann geschlossen, ne? Na, glaube ich nicht. Wenn genug irgendwann Kinder hat, dann wird es sowas zu essen geben. Ja. Man muss die früh abhärten. Genau. Dann werden die auch, kriegen die auch keine Allergien. Guck mal, oh, 100% Backen, 95% Zutaten, 100% Hitze. Ich hab's fast perfekt gemacht. Fast perfekt. Oh, wenn ein Sternekoch kommen würde, er würde sagen, Marc, mein Bester, du hast schön gemacht, Essen. Den Sch*** will aber keiner, es kommt keiner mehr. Nein, das ist du. Der ist auf. Ich geh schlafen. Mein Essen war absolut umsonst. Es ist einfach weg. Maurice, wo ist es hin? Es ist weg. Nein, ist das ein Scam. Das ist wirklich ein Scam, Maxi. Das hast du nicht verdient. Ich mach nebenbei das Chicken-Ding schon mal, ne? Können wir diesen Tisch hier vielleicht mal vergrößern? Geht das? Ist der auch breiter irgendwie? Was machst du gerade, genug? Gar nichts. Soll ich mir Sorgen machen? Nein. Alles gut. Gnu? Noch da? Ja. Gnu? Okay, Maxi, wir machen jetzt mal einen Tag, so wie du ihn dir vorstellst. Okay, ich mach alles, was du willst. Oh mein Gott, jetzt sehe ich's. Oh Gott, aber das, Leute, seht ihr in der nächsten Folge. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und vor allem ganz viel bei Maxi. Wir machen jetzt in der nächsten Folge alles ganz, ganz toll und das kommt auf den Zweitkanal. Ey, yo, Gnu, du tust dir jedem gut. Nein, du bist nicht cringe, du bist im Mut. Du hast das Zocken einfach im Blut. Jeder guckt dir gern zu. Yeah. Ey, yo, Gnu.